Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief mit dem Gecko-Climber. Wir haben in der letzten Folge uns ein wenig mit dem Kapitän unterhalten und haben herausgefunden, ja, dass wir scheinbar von dem Dr. Gebhardt den Sekt bekommen haben. Zumindest mal hat der Kapitän ihn von dem bekommen und hat ihn uns dann gegeben. Und wir wollen jetzt mal schauen, weil der... Es ist ja hier anscheinend einiges passiert. Jetzt wollen wir mal gucken, was sich hier noch befindet. So. Hier sind Handtücher. Da ist nichts. Da ist ein Liegestuhl. Liegestuhl. Nebendeck. So, was gibt's hier unten noch? Gibt's hier noch was? Erstmal schön umgucken. So, Lautsprecher. Dann schauen wir erstmal die Handtücher. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Hier ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Na, so deutsch sind wir dann doch nicht in der Schweiz. Was haben wir denn noch? Lautsprecher. Die Dinger haben gestern Abend einen Höllenlärm gemacht. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Okay. Jetzt müssen wir uns hier erstmal alle suchen. Liegestuhl. Der scheint noch frei zu sein. Der ist reserviert. Wie gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber dafür fehlen mir im Moment die Zeit und die Muße. Ja. Schließlich haben wir, wir können uns in die Sonne legen. Können wir uns braten lassen? Nein, Jakob. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist ja gut. So, dann nehmen wir doch das Nebendeck mal. Ich frag mich aber immer noch. Geh aufs Hinterdeck. Ich will mich hier erstmal in Ruhe überall umgucken. Da sind die Kisten noch. Die gucken wir uns auch noch an. Ah, und da hinten geht's auch nochmal weiter. Na, wir wollen alles sehen. Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Nah an der Reling, griffbereit für den Notfall. So, können wir da noch was anderes machen? Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche. Na, wir werden sehen. Da ist das Vorderdeck. Wir nehmen mal die Treppe nach oben. Und schauen mal, wo wir dann landen. Da müsste es dann ja irgendwann Richtung Brücke gehen. Da ist die Gangway. Alles klar. So, da hatten wir ja unsere unheimliche Begegnung. Hier befanden wir uns gestern, als wir den Schuss gehört haben. Und hier hat Le Grand auch unseren blinden Passagier gestellt. Tja, ich glaube aber nur, dass unser blinder Passagier mit der Sache wenig zu tun hat. Wir haben ja noch das, die Daune da gefunden mit dem, da ist ein Gitter. Die Daune mit die etwas angekohlt war. Deshalb muss man davon ausgehen, dass irgendjemand so clever war, das Ding als Schalldämpfer zu benutzen. Und es haben auch zwei Patronen aus der Pistole gefehlt. Das bedeutet, ja, es könnte quasi jeder gewesen sein. Die Brücke des Schiffs. Zwei Männer sind zu sehen. Der eine steuert das Schiff. Ich habe den Eindruck, die Offiziere kümmern sich um die eigentliche Arbeit an Bord. Der Kapitän scheint sich im Wesentlichen auf die Gäste und auf die Bar zu konzentrieren. So. Ich lasse die Herren lieber ihre Arbeit machen. Hätte einer von ihnen gestern etwas beobachtet, hätte er sicherlich schon Le Grand oder den Kapitän informiert. Oder auch nicht, weil er es selber war. So, was haben wir denn hier? Hier, der Ventilator steht. Das Gitter dürfte Teil der Belüftungsanlage des Schiffes sein. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ja, aber, offensichtlich sollte dieses Gitter nicht so einfach zu öffnen sein. Hat der blinde Passagier es geöffnet? Und wir haben ihn dabei erwischt? Nee, das Rohr ist zu eng. Er würde da nicht reinpassen. Vermutlich ist die Abdeckung schon länger defekt. Mir ist es trotzdem irgendwie seltsam. Na gut, dann gehen wir wieder zurück und schauen uns mal noch ein klein wenig weiter um. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass irgendjemand die Baronin erschossen hat, dann sich irgendwo hat sehen lassen und dafür gesorgt hat, dass er zum Tatzeitpunkt mit irgendjemandem zusammen ist, der, seine Unschuld beteuern könnte.
Und wenn das alles schnell genug geht, kann man danach auch den Todeszeitpunkt immer so genau feststellen. Ja, mal gucken. Ist nur eine Theorie. Deshalb gehen wir mal aufs Vorderdeck. Wir werden schon rauskriegen, wer das war. Früher oder später. Oh, Constable. Shuffleboard. Was haben wir hier noch alles? Das Meer. Meer ist immer gut. Oh, ist schön animiert, fällt mir jetzt gerade hier auf. Hui, hui, hui. Das gefällt mir ja. Salzige Seeluft in meinen alten Lungen. Wind im schütteren Haar. Wäre ich nicht Polizist, hätte ich auch Seemann werden können. Ach, jetzt fängt er so an. Ich frage mich, ob dieses Spiel eine Weiterentwicklung von Boccia ist. Ich kann es dir nicht sagen, ich bin darin kein Experte. So, da ist der Constable. Auf der Arbeit schlafen, so einer sind wir also. Es sieht zwar nicht so aus, aber Constable Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Na, dann reden wir mal mit dem, wecken mal. Was ist los? Der Rabe ist gerade vorbeigeflogen. Was? Oder er hätte es zumindest können. Ich hab nicht geschlafen. Verstehe. Alles nur Tarnung. So, so, so. Na, dann wollen wir mit dem noch ein bisschen reden, wenn wir ihn schon erwischt haben. Können Sie schon etwas zu unserem blinden Passagier sagen? Ah, ist irgendwie verdächtig. Ausländer und so. Verstehe. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nö. Hat sich beim Schuss erschreckt, wie ich auch. Hab vorhin nach ihm gesehen. Scheint noch zu pennen. Von Kopf bis Fuß mit einer Wolldecke bedeckt? Haha. Er ist noch da. Hab ihn angestupst. So, so, so. Den verhören wir gleich noch. Ich will jetzt erstmal wissen, was er dazu denkt. Was glauben Sie? Was ist hier gestern Abend passiert? Der Rabe ist in die Kabine der Baronin eingebrochen, wurde von ihr überrascht und hat sie erschossen. Was wollte er in ihre Kabine? Sie war eine reiche Frau. Er wollte gar nicht ihre Handtasche stehlen. Er wollte den dritten Schlüssel. Legrand hat Ihnen also auch davon erzählt. Warum hat er die Tür verriegelt? Warum nicht? Von innen? Ein erstaunliches Kunststück. Ich sag ja nicht, dass ich weiß, wie er es gemacht hat. Ich sage nur, dass er es war. Warum hat er keine Rabenfeder hinterlassen? Sind Sie bescheuert? Dann wären wir ja sofort auf ihn gekommen. Sind wir ja zum Glück aber auch so. Ich glaube trotzdem nicht, dass der das war. Irgendwas ist an der Geschichte sowas von oberfaul. Naja, schauen wir mal weiter. Mal angenommen, der alte Rabe ist tatsächlich wieder da und steckt hinter all dem hier. Wer ist es? Könnte jeder sein. Niemand hat den Rahmen jemals zu Gesicht bekommen. Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, es ist bekannt, dass er mit Partnern zusammengearbeitet hat. Ein paar von seinen Komplizen hat man ja sogar gefasst. Aber keiner von denen konnte den Raben identifizieren. Einige behaupteten sogar, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass sie für den Raben gearbeitet haben. Faszinierend. Er könnte jemanden mit Geldproblemen beauftragt haben, zu einer bestimmten Zeit den Alarm auszulösen, ohne dass derjenige wusste, warum er es tun sollte. Der Mann, den Legrand damals erschossen hat, war in der Unterwelt als Panzerknacker bekannt. Er könnte genauso gut ein Handlanger gewesen sein. Oder es war doch der echte Rabe. Für einen großen Dieb gibt es kaum eine bessere Tarnung, als sich für einen kleinen auszugeben. So, so, so. Das sind ja eine ganze Menge Theorien. Mal schauen, was da noch so passiert. Kann ich einmal runtergehen und ein paar Worte mit unserem Gast wechseln? Nee. Bitte. Nein, Inspektor Legrand will alle Verhöre persönlich führen. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein eigenes Bild mache. Er hat mir befohlen, die Tür zu bewachen und das tun. Ja, haben wir ja gesehen. Wie wäre es mit etwas Eigeninitiative? Wie wäre es, wenn Sie den Mann seinen Job machen lassen? Oder glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich will Sie nicht länger von Ihren Pflichten abhalten. Gute Idee. So, so, so. Wir müssen mit dem Legrand reden, dass wir hier irgendwas machen dürfen. Können wir hier rein? Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum verbracht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine und geräumiger. Okay, da musst du aber eine verflucht kleine Kabine haben. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden.
Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Haben wir denn irgendwas dabei? Kann ich irgendwas tun? Passiert hier? Und was ist mit dem Schuss, der abgefeuert wurde? Könnte die zweite fehlende Kugel aus der Mordwaffe dort unten in einer der Holzkisten stecken? Wir haben die Nachricht der Baronin und wir haben unser Portemonnaie immer noch. Geht hier nochmal? Ich sollte dringend mit dem jungen Mann... Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vor... Und was ist mit dem Schuss, der ab... Könnte die zweite fehlende Kugel... Gut, das sagt ja nichts Neues. Dann sollten wir mal Bericht erstatten gehen. Wir haben ja eine Menge rausgekriegt. So, okay, dann können wir hier wieder rein. Haben jetzt mal alle Orte gesehen, die wir hier so besuchen können. Jetzt bin ich mal gespannt. So, mit dem Butler haben wir ja auch schon geredet. Dann gehen wir mal nach unten. Aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, weil, ja. Hier ist zu. So, dann wollen wir mal. Jetzt haben wir ja einen Grund, auch den Arzt zu wecken. Herein! Trotzdem gefällt mir der Legrand hier nicht. Wachtmeister? Und trinken im Dienst, Sabralot. Wegen des Schlafmittels. Wer hat Ihnen das Glas gegeben? Es war Kapitän Di Conti. Sicher? Er streitet es nicht ab. Er sagt allerdings auch, dass die Gläser an diesem Abend durch eine Menge Hände gegangen sind und jeder freien Zugang zum Champagner hatte. Also hätte es jeder sein können. Vielleicht ist die Frage nicht, wer das Gift ins Glas getan hat, sondern wer vergiftet werden sollte. Kluger Mann. Und wer sollte vergiftet werden? Dr. Gebhardt. Von ihm hatte der Kapitän das Glas. Ein betäubter Schiffsarzt. Das klingt für den Mörder nach einem größeren Nutzen als ein betäubter Wachtmeister. Meinen Sie? Musste der Mörder davon ausgehen, dass sein Schuss das Opfer nicht sofort töten und Dr. Gebhardt es in einer Notoperation retten würde? Sie haben recht, das ist unwahrscheinlich. Mein Ego sucht nur nach Erklärungen, warum man Sie ausschalten wollte und nicht mich. Gute Arbeit, Zellner. Ich melde mich, wenn ich weitere Hinweise gefunden habe. In Ordnung. Ja, mehr Hinweise haben wir jetzt aber nicht. Ich hab gedacht, er könnte uns helfen. Schlecht, ganz schlecht. Jetzt ist, guter Rat teuer und so. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, was wir hier machen müssen. Hier ist immer noch die olle Nachricht. Vielleicht können wir ja den Konstabler damit, ein wenig, wie soll ich sagen, zur Mitarbeit überreden. Genau, das ist, was ich sagen wollte. Und außerdem habe ich da hinten noch eine Treppe gesehen, die wir nicht hoch können. Alles klar. Können wir denn das an den hier? Nein. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Er hält viel zu große Stücke auf Le Grand, um illoyal zu werden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Ja, was haben wir denn hier nochmal? Ich frage mich, welche Informationen Le Grand noch vor mir geheim hält. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich annehmen, dass er etwas zu verbergen hat. Tja, das bringt ihm allerdings nichts. Hier ist nur die Tür, die Olle. Haben wir hier vorne noch irgendwas, wo wir hin könnten? Aber ich glaube, da habe ich vorhin nichts gesehen. Nee, gar nichts. Gut, wir müssen ihn ablenken. Die Frage ist, wie? Jetzt ist hier... Jetzt müssen wir mal schauen, ob mir jetzt so kurzfristig irgendeine hübsche Idee kommt. Ich gehe noch mal nach oben.
und schaue mich hier oben nochmal um. Da ist auch eine Axt. Die haben wir vorhin auch nicht gesehen. Warum hängt denn eine Axt hier? Vielleicht werden damit irgendwelche Seile gekappt, wenn bei der Wasserung der Rettungsboote etwas schief geht. Oder damit wird geregelt, wer ins Boot darf und wer nicht. Naja. Es gibt ja alles Mögliche so. Können wir eigentlich hier noch weiter? Nee, hier scrollt nichts. Das ist schlecht. So, hier können wir auch nichts mehr tun. Wir haben nur das Gitter hier. Ich könnte den Kapitän informieren, dass das Gitter instand gesetzt werden muss. Fange ich aber erst an, Mängel auf dem Schiff zu melden, müsste ich die Morduntersuchung wohl auf Eis legen. Ich frage mich, ob das... Es ist hier gar nichts mehr, was wir machen können. Super. Ich bin jetzt... Vielleicht sollte man wirklich einfach mal melden, dass das Gitter da oben hinüber ist. Vielleicht weiß ja der Kapitän, wo das Ganze dahin führt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auf der Stelle treten. Aber wir haben ein bisschen was von dem Schiff hier schon mal gesehen. Wir kennen uns jetzt aus, ist doch was wert. So. Ja, mit dem Kapitän reden wir mal noch. Ach stimmt, hier war ja die schöne Musik. Kapitän Di Conti hätte sicherlich nichts gegen einen Plausch, aber ich glaube nicht, dass er mir im Augenblick weiterhelfen kann. Na schön, der kann uns nicht weit... Ich würde ganz gerne weiter... Ah ja, okay. Da wollte ich hin. Können wir mit der Lady Westmacott reden? Ich sollte Ihre Zeit erst wieder in Anspruch nehmen, wenn ich etwas Neues herausgefunden habe. Ihr Verstand könnte sich in diesem Fall als scharfe Klinge herausstellen. Die will ich nicht durch übermäßigen Gebrauch abstumpfen. Ist ja gut, so. Schau hinaus. Herrlich, Sonnenschein und blauer Himmel über dem Mittelmeer. Ohne den Mord wäre es der perfekte Kreuzfahrttag. Okay, dann bleibt doch wohl nur nochmal das Hinterdeck. Ansonsten haben wir jetzt hier alles gesehen. Ey, sag mal. Und hier geht's auch nicht weiter. Da war noch das Schild, das uns auch nichts sagt. Da können wir nur wieder rein. Hinlegen können wir uns jetzt auch nicht mehr. Da geht's aufs Nebendeck. Lichterkette. Ob Allison damals schon geahnt hat, wie inflationär die Menschheit mit seiner Erfindung umgehen wird? Oh, machst du dir Gedanken, mein guter Anton? Ja, aber hier bin ich irgendwie... Hier ist gar nichts mehr. Nur noch die Handtücher und das war's dann. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwo Hotspots übersehen. Und zwar ganz, ganz wichtige. Ich gehe jetzt nochmal aufs Nebendeck und schaue mich dort auch nochmal in Ruhe um. Da geht's immer nur aufs Hinterdeck. Da sind wieder die ganzen Lichterketten. Ah, die Gangray. Genau, da wurde ja die Waffe gefunden. Das kann kein Zufall sein, dass sie da gelandet ist. Seltsam, fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt ins Meer gleiten lassen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die paar Meter aus, in denen das nicht geht. Genau der Meinung bin ich auch. Da ist irgendwas so faul daran, dass es schon stinkt. Die Gangway ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er muss seinen Fehler doch bemerkt haben, selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand. Warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen und einen Meter weiter ins Meer geworfen? Die Frage stelle ich mir auch schon die ganze Zeit. Das muss man doch hören, wenn die Waffe da runterfällt und dann plong da unten auf der Gangway landet. Das... Nee, da stimmt was nicht. Irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz faul.
Vielleicht kann uns der Butler nochmal weiterhelfen. Und wenn der nicht, dann vielleicht doch, mit dem Kampf. Der Tod seiner Herrin scheint Butler Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Er macht sich vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. So, was sagt er jetzt noch was? Der Tod seiner Herrin. Das bringt auch nichts. So, okay. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge nochmal hier in Ruhe alles angucken und mal schauen, ob wir noch ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!